Schule? Geht so. Wie geht's so? Na, normal. Nichts zu berichten? Nö. Hausaufgaben auf? Wir haben keine. Du kannst dir nicht mal erzählen, ihr habt keine Hausaufgaben auf. Geht schon eine ganze Woche so ohne Hausaufgaben. Ja, unsere Lehrerin hat ständig Termine oder so. Termin oder so. Mensch, du lügst mir doch was vor. Ihr müsst doch Hausaufgaben aufmachen. Wir hatten aber Vertretung gehabt. Zeig mir mal dein Hausaufgabenheft. Nein. Bitte zeig mir das. Mensch, Nora, was soll denn das schon wieder? Das ist meine Privatsphäre. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Ja, deine Privatsphäre ist ja schon okay, aber warum keine Hausaufgaben? Ich kann es nicht verstehen. Es ist eine Woche das Diskussionsthema. Wir diskutieren eine Woche darum. Bisher war Nora eine gewissenhafte Schülerin gewesen. Doch nun ist ihre Mutter mit ihrem Latein am Ende. Sie hofft auf Hilfe von Sozialpädagogin Jenna Neumann, die ihr die Schule empfohlen hat. Bald wird sich zeigen, dass die Probleme der Gymnasiastin tatsächlich nicht zu unterschätzen sind. Ja, es ist immer wieder die einselbige Problematik mit ihr, mit den Hausaufgaben. Ich bin heute hier, weil ich der Nora helfen möchte bei ihrer Situation mit der Schule. Die Mutter hat mich angerufen, dass ihre Tochter unter massiven Wutausbrüchen leidet und keine Hausaufgaben mehr machen möchte, schlechte Noten nach Hause bringt. Und ich möchte einfach gucken, was hier los ist. Ich finde keine Lösung. Mensch, Nora, was soll das denn jetzt schon wieder? Ich werde nur verrückt. Okay. Was ist denn schon wieder los? Frau Voss, vielleicht rede ich mal mit Ihrer Tochter. Ja, lass du mich mal gerade mit Nora reden. Ich bekomme keinen Zugang. Hi, Nora. Wie geht's dir? Setz mich mal zu dir. Hast deinen Rucksack da komplett hingeschmissen? Hast du Wut? Oh, Alter, was denn hier los? Hi. Hallo, Felix. Neumann, mein Name. Hallo. Hi. Ich bin eure Familienhilfe. Ja, Mama, ich gehe wieder ins Zimmer. Okay. Sollen wir das vielleicht mal zusammen aufräumen? Ja? Ich war sehr überrascht, wo ich heute bei der Familie Voss reinkam. Der Wutausbruch von der Nora war schon echt massiv. Im Vorgespräch konnte ich erörtern, dass sie eigentlich eine sehr gute Schülerin ist und bisher keine Problematiken aufgetreten sind. Irgendwo muss da ein Knackpunkt sein. Hey, das sind ja richtig tolle Fleißkärtchen, sag mal. Bist du so gut in der Schule? Mit denen kann man sich doch eh nichts kaufen. Also es liest sich so, als ob... Nora, was machst du? Oh Gott. Nora! Mann, was soll denn das? Sie hat vor Wut ihren Orangensaft da drauf geschüttet, ist damit rausgerannt und die hatte da ein sehr zwiespältiges Verhalten auch gezeigt. Ich muss mal gucken, was da weiter so im Verborgenen liegt. Hey, Nora. Was los? Hey, wie geht's dir? Geht's dir nicht gut? Vielleicht. Vielleicht? Hast du Wut im Bauch? Ein bisschen. Oh Mann, aber da stehen doch so nette Sachen drauf auf den Fleißkärtchen. Das ist doch schnurzegal. Schnurzegal, okay, verstehe. Ich weiß nicht, gehst du gern zur Schule? Ja, natürlich. Ja? Meinst du, wir können das vielleicht mal nachspielen, wie das so wäre? Weißt du, so, wir spielen das jetzt einfach. Ja? Du ziehst einfach mal morgens deinen Rucksack an, ne? Dann nimmst du den auf die Schultern und dann gehst du dann los? Ja. Ja, magst du es mal machen mit mir zusammen? Okay. Ich habe diese Übung gewählt mit dem Schulalltag, dass wir die nachgespielt haben, um zu sehen, wie Nora sich fühlt in der Schule. Vielleicht der Schulweg irgendwie ein Knackpunkt oder vielleicht die Mitschüler. Und es zeigte sich, dass Nora echt viel Spaß in der Schule hat. Dann ziehst du den Rucksack wieder aus, ne? Stellst ihn neben dich. Oder wie machst du das? Ja, ist das so? An meinem Platz. Ah ja, okay. Und an deinem Platz, was machst du dann noch? Ich nehme die Sachen raus und stelle die auf meinen Tisch. Und, setz und dann hin. Bereite ich mich vor. Dann bereite ich vor, okay. Und wie ist das für dich da? Na, gut. Ja, fühlt sich gut? In der Schule? Ja. Ja, okay. Und dann musst du deine Hausaufgaben zeigen, oder wie ist das? Oh. Dann haben wir das Thema Hausaufgaben angesprochen und sie war völlig ausgewechselt. Hatte ihre Emotionen auch gar nicht mehr richtig unter Kontrolle, ist reingerannt. Konnte auch, glaube ich, selber gar nicht so viel damit anfangen. Es war auch für mich total verwunderlich, die Situation. Ich kann mir nicht mehr helfen. Mein Sohn erst, der leider jetzt die 10. Klasse schon wiederholt hat. Jetzt fängt sie an. Nora ist außer Rand und Band in letzter Zeit. Sie wurde beim Spicken erwischt. Ja, das ging gar nicht. Also Taschenrechner unterm Tisch, eine 6 mit nach Hause gebracht. So kenne ich Nora nicht. Und ich komme nicht an sie ran. Ich kenne Nora nur als fleißiges Kind. Sie hat gerne Hausaufgaben gemacht. Sie ist gern zur Schule gegangen. Sie war nicht das Kind wie mein Sohn. Mein Sohn, klar, von ihm kenne ich es. Er ist lieber mit Freunden draußen und dieses typische Gehabe halt. Ne? Wir können uns gerne noch mal setzen. Die zweifache Mutter ist mittlerweile völlig verunsichert. Sie befürchtet, dass die 11-Jährige ihrem sitzengebliebenen großen Bruder nacheifert.
Die Frage ist, ob dies tatsächlich der Grund für Noras Verhalten ist. Durch ein gemeinsames Gespräch hoffen die Familienhelferin und die alleinerziehende 36-Jährige endlich Antworten zu bekommen. Was ist denn los? Wie fühlst du dich denn? Ich fühle mich einfach nicht gut. Ja, warum nicht gut? Wie fühlst du dich denn an? Was ist dein Problem, Nora? Soll ich dir was helfen, oder? Ja, Nora, die Hausaufgaben, das ist irgendwie, sie möchte die nicht mehr machen. Wir wissen es gerade auch nicht. Sie reagiert auf jeden Fall sehr wütend darauf. Der Bruder kam noch dazu. Der Bruder scheint nicht der beste Schüler zu sein. Der ist wohl sitzen geblieben das letzte Mal. Vielleicht hat Nora da irgendwie auch mit ihrem Bruder irgendwie gefühlt, dass sie meint, sie müsste ihm nacheifern oder möchte nicht besser sein wie er. Sollen wir das vielleicht mit den Hausaufgaben noch mal nachspielen? Ich weiß nicht. Wir haben hier so ein paar Stifte liegen. Vielleicht, ne? So. Ja, Nora, wenn du dein Heft aufmachst. Eine Frage, Nora, willst du sitzen bleiben wie ich? Nee. Ja, weil ich bin eigentlich gar kein gutes Vorbild, weil... Ja, so kommt es mir vor. Willst du deinen Bruder als Vorbild nehmen? Ich bin sitzen geblieben und das ist halt schlecht. Ich glaube, der macht sich Sorgen um dich, Nora, ne? Der hat einfach Angst, dass du, glaube ich, das Gleiche durchmachst wie er. Dass Nora sich Felix zum Vorbild nimmt, Gott sei Dank hat sich das nicht bestätigt. Es war meine größte Angst gewesen, dass sie ihm anschließt. Aber dass sie keine Hausaufgaben macht, warum macht sie keine Hausaufgaben? Ich kann mir es einfach nicht erklären. Ich würde sagen, sollen wir es noch mal probieren? Ich glaube, irgendwie ist der Knackpunkt die Hausaufgaben für dich. Kann das sein? Wie ist das denn? Zeig mir mal. Zeig mir mal, wie wenn du Hausaufgaben machen würdest. Ich habe hier so zwei Stifte, die kann ich dir anbieten. Du machst das Heftchen auf. Ja? Wie fühlst du dich denn dabei? Ich bin traurig und wütend. Wo spürst du denn diese Wut? In meinem Hals. In deinem Hals? Okay. So wie ein dicker, fetter Klumpen. Okay, wie ein dicker, fetter Klumpen. So ein Kloß im Hals. So kommst du mir vor, es kommt auch gar nicht raus. Während dem Hausaufgaben nachspielen, hat Nora ja dann auch immer mehr sagen können, dass sie ein Kloß im Hals hat, dass sie sich immer schlechter fühlte. Es wurde also auch immer schwieriger für sie, dort mitzumachen. Haben Sie ein bisschen Knete da? Mit Sicherheit. Ja, könnten Sie die vielleicht mal eben kurz holen? Ich kann mal kurz gucken. Dann könnten die Nora und ich vielleicht mal ein bisschen kneten. Was hältst du davon? Ich weiß, ist in deinem Alter vielleicht nicht mehr so in, aber vielleicht magst du mit mir trotzdem mal was kneten. Vielleicht können wir ja mal genau diesen Kloß, den du da gerade in deinem Hals spürst, vielleicht können wir den mal nachkneten. Würdest du das machen? Okay. Ja, sollen wir das mal probieren, wir zwei? Ah, super. Vielen Dank, Frau Voss. Ja, wir machen das mal auf hier. Das mal auf. Nimm dir mal was, Nora. Guck mal hier. Oh, ein dicker Kloß. Ja, auch so dick? Fühlt er sich so dick an im Hals? Ja. Ja? Mach mal richtig den Kloß, den du da spürst in deinem Hals. Wie es dir geht, wenn du an deine Hausaufgaben denkst. Wenn du dieses Heft aufmachst, den Stift in die Hand nehmen musst. Okay. Und wie ist der Kloß jetzt für dich? Traurig und wütend. Traurig und wütend. Okay. Kannst du mir das irgendwie zeigen? Das bist doch nicht du, Schatz. Oh Gott, das ist aber ein trauriger Kloß. Ich habe die Knete dazu geholt, damit Nora vielleicht einfach spielerisch nachzeigen kann, wie sich dieser Knoten im Hals für sie anfühlt. Und sie konnte mir einfach auch besser ihre Emotionen damit zeigen. Warum ist der so traurig? Wo liegt das Problem? Ich fühle mich, als wäre ich eine Streberin. Wie eine Streberin? Du bist doch keine Streberin. Aber wie kommst du dann auf die Idee, dass du eine Streberin bist? Mal im Ernst, du hast so gern gelernt. Das hat dir Spaß gemacht. Hat dir das irgendjemand... Was ist denn Handy? Okay. Hat dir das jemand geschrieben? Eine Nachricht? Du bist eine blöde Streberin. Wie viele Fleißkärtchen brauchst du denn noch? Möchtest du darin baden? Nora war sehr belastet mit dieser SMS, die sie von ihrem Mitschüler bekommen hat. Dass sie Streberin genannt wird in der Klasse, war ich schon wirklich verwundert. Eigentlich ist es ja schön, wenn man wissbegierig und echt gut in der Schule ist. Aber es ist schon eine Beleidigung für so ein Mädchen innerhalb der Klasse. Wer schreibt dir sowas, Nora? Wer hat das geschrieben? Wer schreibt sowas? Da steht Max. Ja, der ist in meiner Klasse und ständig ärgert er mich nur. Er holt immer alle anderen aus seiner Klasse dazu. Okay. Ja gut, das kann ich verstehen. Also da würde ich mich auch... Und er lacht mich auch irgendwie sozusagen aus, nur wegen meinen Ranzen. Und warum sagt er Streberin? Weil ich wahrscheinlich immer nur lerne und er vielleicht neidisch sein könnte. Klar ist er neidisch, er ist nur neidisch. Kann das vielleicht sein, dass du deswegen keine Hausaufgaben machst? Weil dein Klassenkamerad... Ich würde einfach mal cool sein, nicht so die ganze Zeit so uncool sein wie alle anderen. Ganz viele sind immer so cool in der Schule und die ärgern mich einfach nur. Ja, Nora, du bist doch cool. Es hat ihr so viel Druck bereitet, dass sie nicht mehr gut sein wollte in der Klasse. Sie wollte dieses Image der Streberin unbedingt loswerden und hat alles dafür versucht, schlechtere Noten auch zu bekommen. Es tut mir doch so leid, Schatzi, wir kriegen das hin. Also hast du deswegen deine Hausaufgaben auch nicht mehr machen wollen, Nora? Oh.
Das kriegen wir schon hin, ja. Du bist doch die Allerbeste. Komm her und lass dich drücken. Komm. Wenn meine Tochter in so einer Situation stecken würde, würde ich mir hoffen, dass sie immer weiß, dass sie zu mir kommen kann. Und natürlich als Tipp könnte ich sagen, dass man immer erstmal Kontakt auch zur Lehrerin sucht und Rücksprache hält und fragt, wie das Kind sich so zurzeit in der Klasse fühlt. Und dann versuchen wirklich mit meiner Tochter darüber zu reden. Du bist echt eine super gute Schülerin. Du hast so tolle Fleißkärtchen bekommen. Ne? Lass dir das nicht kaputt machen. Du bist eine richtig gute Schülerin. Und wenn man schlau ist und gut lernen kann, das ist was Tolles. Mach weiter so. Sei stolz drauf, dass du so bist. Ich glaube auch. Also sie können stolz auf Nora sein. Auf jeden Fall. Nora, ich würde mich dann jetzt einfach hier verabschieden von dir. Ich denke, du schaffst das. Bleib da dran. Ich wünsche euch noch alles Gute und du schaffst das. Der Besuch der Sozialpädagogin hat Nora geholfen, sich ihrer Mutter anzuvertrauen. Noch am gleichen Tag verständigt die Alleinerziehende die Klassenlehrerin, die mit Max spricht. Er hat sich mittlerweile bei der Elfjährigen entschuldigt und ärgert sie nicht mehr. Die Schülerin erledigt nun wieder gern ihre Hausaufgaben und freut sich auch über neue Fleißkärtchen.